Hallo meine lieben Freunde, na was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play 60 Seconds. Ich habe schon mal einen Run gestartet, weil ich halt Mary Jane dabei haben wollte. 60 Seconds Überlebensmodus auf Zabomba. Oh ja. So, ich hoffe, das Übersteuern ist auf jeden Fall weg. Ich habe mir das Noise Gate und den Gain wieder rausgenommen aus OBS. Aus den Mikrofon, Filtereinstellungen. Denn daran lag es, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Das Problem ist halt, dass man jetzt manchmal mein Atmen, sag ich mal, hört. Und das ist halt ein bisschen bad. Aber naja. Nee. Nö. Dagegen machen wir nichts. Können wir leider nicht. Wir haben eine Suppe verloren, aber ich denke, das ist okay. Gut. Darauf habe ich gewartet. Genau darauf. Nice. Okay, jetzt können wir Ted rausschicken, um Vorräte zu sammeln. Oder auch erstmal nicht. Ich muss das Radio retten, sonst haben wir keine Chance, gerettet zu werden. Oh Mann. Okay, Mary Jane könnte das Nahrung vertragen, ja. Kriegt's halt Essen. Und jetzt müssen wir hoffen, dass bald Mary Jane schnell mutiert. Wir müssen halt einfach... Mary Jane muss mutieren, dann ist alles fresh. Alles fresh. Ted hat Hunger. Ted kriegt Essen. Ja, Ted guckt ans... oder hört... geht ans Telefon, hört ans Telefon, guckt ans Telefon, alles klar. Okay, es waren die Zwillinge, wie es aussieht, das ist super. Das ist sehr gut. Der hat Hunger. Ah. Keine Taschenlampe für Pancake, leider. Egal. Der hat immer noch Hunger. Okay. Okay. Ja, können wir nicht machen. Ich brauche die Waffe noch. Falls Mary Jane halt nicht rechtzeitig mutiert. Wir verlieren dadurch leider nur ziemlich viel Essen. Ja, es kommt ein bisschen problematisch daran. Aber das sollten wir eigentlich noch hinkriegen. Ist ja erst Tag 11, es kann ja noch alles passieren. Wir gucken mal in den... Nein, wir gucken nicht in den Koffer. Soweit ich das mitbekommen habe, kann der Koffer auch einfach nur der Koffer sein. Also die Ledertasche. Glaube ich. Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Aber so genau weiß ich es nicht. Tag 13. Okay. Radio hören. Ja, endlich, Mann. So, wie gesagt, unser Ziel ist es erstmal nur zu überleben. Und gerettet zu werden, genau. Wäre natürlich auch geil, wenn wir das, die 111 Tage überleben, das heißt den aktuellen Bunkerrekord zu brechen, also Konrad-Style und so. Aber, ja, erstmal gerettet werden. Und damit wir das Zabomba-Achievement bekommen, Dead Man oder so heißt es, glaube ich, ich weiß es nicht genau. Irgendwie so. Wieder Radio hören, ja. Ich mache mich mal noch einen Ticken lauter. Ich weiß halt nur nicht, wie laut ich mich machen kann. Das ist das Problem. Ja, komm. Wir schicken gleich einfach wen raus. Wir schicken gleich einfach wen raus. Ah! Okay. Kannte ich gar nicht. Das Event kannte ich gar nicht. Wir schicken gleich wen raus. Ja. Wir machen es einfach mal. War das gerade ein Laserschuss?
Okay. Alles klar. Das war ein Laserschuss, wie es aussieht. Wir schicken Mary Jane raus. Wenn sie krank wird, ist das nicht so schlimm. Sie kann ja immer noch mutieren. Das Wichtigste ist halt, dass Ted überlebt, ne? Irgendwie. Nein! Oh Mann! Okay, das No Stone Unturned Achievement können wir auf jeden Fall schon mal nicht bekommen. Die Luke ist nämlich wichtig dafür. Die Luke brauchen wir dafür. Oh Mann, das ist dumm. Das ist jetzt unlucky. Und ich hoffe, Mary Jane bringt was zu essen mit. Ich hoffe es. Nein. Wir öffnen den Koffer nicht. Ich muss die beiden Koffer nochmal öffnen und abwarten oder gucken, was bei welchem von den beiden Koffer-Events passiert, damit wir das irgendwie... Weiß ich nicht, vielleicht ist das immer gleich oder so. Ich habe keine Ahnung. Möglich ist das ja. Aber ich weiß es selber nicht. Sie hat nichts. Wie? Ja, Mary Jane braucht Nahrung. Ja, toll. Wir haben kein Essen. Wir haben kein Essen. Wieso? Hä? Dein Ernst? Ach, komm schon. Shit. Ich hoffe, Mary Jane überlebt jetzt noch ein paar Tage. Sie ist krank. Warum ist sie krank geworden? Ja, wegen... Ach, Hunger. Hm, klar. Ach, Kacke, Alter. Ha. Wow. Wow. Mhm. Religion übertrifft alles. Religion haut dich weg. Ich nenne den Bart irgendwas mit Religion, glaube ich. Wenn jetzt nicht noch was Besseres passiert. Oh Mann. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich einen Run mit Mary Jane gefunden habe. Bis gleich. So, Leute. Ich habe einen Run gefunden. Und außerdem habe ich mal kurz ein paar Mikrofoneinstellungen geändert. Ich habe mein Mikrofon mal woanders hingepackt. Und ein bisschen was umgestellt. Mal sehen, wie das jetzt so wird. Wie der Part klingt. Das ist jetzt mal ein experimenteller Part, was die Soundqualität angeht. Deswegen. Ich weiß nicht, ob man mein Klicken hört oder sonst was. Ich weiß nicht, wie gut ich zu verstehen bin. Ich habe keine Ahnung. Aber. Ja, ist halt so, ne? Ist halt so. Gut. Ja, ich habe mein Mikrofon jetzt halt rechts neben mir. Ich habe meine Cam leider nicht an. Sonst würde ich euch das zeigen, was ich meine. Trinken, okay. Keiner kann raus, schade. Ja, jetzt rechts neben mir. Also, ich habe meine... Ach, verdammt. Ich habe meine Cam bei OBS gar nicht an. Ja, man sieht es. Wow. Sieht das nicht cool aus? Ich zeig's euch nur kurz. Hier habe ich jetzt mein Mikrofon, wie ihr seht. Und... einen Moment. Ich muss kurz trinken geben. Okay. Ja, ich habe mein Mikrofon jetzt ein bisschen eingestellt. Ich habe es sonst immer direkt vor meinem Mund gehabt. Und jetzt habe ich es halt hier. Mal sehen, wie das so wird. Dann mache ich meine Cam wieder aus. So. Gut. Ein Nagetier hat eine Suppe gegessen. Wow. Das wird kein guter Run, Leute. Das wird kein guter Run. Glaube ich mal. Verdammt. Ted zum Magen knurrt, Mary Jane ist auch hungrig. Alter! Wir können nichts machen. Wow. Ich bin ja begeistert. Ich bin begeistert. Wir können nicht mal wen rausschicken, weil beide erschöpft sind. Wow. Geil. Geil, Leute. Geil. Okay. Ja, wir können nur das Buch retten. Ich glaube, ich nenne den Part irgendwie experimenteller Soundpart oder so.
Oder Sound-Audio-Experimente oder so. Ich glaube so nicht den Part, ja. Das klingt gut. Das klingt gut. Ach man. Jo, dieser Part wird nichts, oder? Das wird nichts. Wir haben nichts mehr zu essen. Und das Problem ist, ja, wir können noch einmal beide füttern. Oder beiden Essen geben, sag ich mal. Nicht beide füttern. Füttern klingt so kacke. Und ja. Dann. Ja. Aber verkackt. Ja. Oh. Okay. 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 Geil. Geil. Das ist jetzt nett. Das ist jetzt richtig nett. Cool. Cool. Das war grad. Das hat Not getan, sag ich mal. Das war nötig, auf jeden Fall. Gut, Ted hat immer noch Hunger. Wir schicken Mary Jane raus, ohne irgendwas. In der Hoffnung, dass sie nicht krank... Ich habe das Gefühl, die wird selten krank bei Expeditionen irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Sie ist bisher irgendwie so selten krank geworden. Okay. Ted ist nur verletzt. Das ist okay. Nein. Nein. Gut. Ted braucht gleich trinken. An dem jetzigen Tag. Gut. Und ich hoffe, Mary Jane kommt gleich mal wieder. Und bringt am besten irgendwie... Medikit. Medikit wäre gut. Oder sie... bringt eine Waffe mit. Ich glaube nur die Waffe, oder? Und Munition. Wow. Wow. Ja, wir müssen Ted rausschicken. Wir öffnen den Lederkoffer. Ach man. Dieser Part ist Wayne. Er ist krank. Natürlich. Ted hat Hunger und Mary Jane hat Hunger. Ted geht raus. Oh, das wird nichts, Leute. Das wird nichts. Hat Mary Jane Hunger? Ja. Und durstig ist er auch. Aber das kriegt sie erst in 2 Tagen. Nö. Stimmt. Oh, ich hoffe, Ted kommt wieder. Dann schicken wir Mary Jane raus. Mary Jane wird entführt. Und dann können wir diese Räuberbande angreifen. Und dann kriegen wir das Rescue Someone from the Bandits Achievement. Soweit ich es weiß. Oder Mary Jane mutiert. Noch nicht, aber gleich. Bestimmt. 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 Ende. Ted kam nicht wieder, nein. Ted wurde entführt. Ted ist nicht zurück. Oh Mann. Wow, Leute, das war ein Part, ne? Aber ein ziemlich kurzer. Und das kommt mir eigentlich ganz gut. Ganz gelegen. Ich will nämlich auch pennen gehen eigentlich. Schon Ewigkeiten, aber ich brauche halt diesen Part noch für morgen und dann, ja. Naja, gut, Leute, hatten wir einen experimentellen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.